Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal um ein ziemlich wichtiges Thema tatsächlich bei Holzmaschinen. Und zwar geht es um die Maschinenoberflächen. Was sollte bei so einer Maschinenoberfläche natürlich der Fall sein? Ganz klar, dass man Holz sehr einfach über die Maschine schieben kann. Was benutzen deswegen viele, unter anderem auch ich? Und zwar ist es hier dieses Silbergleit. Aber es gibt doch auch dieses flüssige Gleitmittel, damit man auch gar nicht mal das Ganze mit einem Lappen auftragen muss. Da werden wahrscheinlich auch viele den gleichen Fehler machen, wie ich es damals getan habe. Und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Also worum soll es heute gehen? Um das Thema Oberflächenbehandlung bei den Maschinentischen, damit diese auch eben gut arbeiten. Wir gehen mal gerade zu der dicken Hobelmaschine und da wird man nicht glauben, was das für Unterschiede tatsächlich gibt. Das hier ist eine kleine, in Anführungszeichen, eine kleine, aber feine dicken Hobelmaschine. Und als ich hier die Technik, die ich euch gleich zeigen werde, zum ersten Mal eingesetzt habe, da war ich wirklich baff, was das Hobelergebnis angeht. Denn das war wirklich ein ganz, ganz klarer Unterschied, wie es vorher war. Vorher habe ich hier natürlich auch immer Silbergleit benutzt. Ich hatte viele Reste auf meinem Werkstück. Ich hatte nicht so das gute Ergebnis, was ich mir die ganze Zeit erhofft habe. Und das hat tatsächlich alles an der Auftragung gelegen, wie ich es halt eben benutzt habe. Als ich das einmal mit der richtigen Möglichkeit oder mit der richtigen Methode hier aufgetragen habe, war ich echt erstaunt, wie gut das Hobelergebnis danach halt eben war. Ich werde es euch einmal zeigen, wie das funktioniert. Ich werde euch gleich auch ein paar Infos geben, wie meine Erfahrungen mit dem flüssigen Gleitmittel sind oder waren. Und genau, das gibt es gleich noch im Anschluss. Jetzt gehen wir erstmal zu Abrichten. Da zeige ich euch einmal, wie ich das mittlerweile nutze, damit ich auch die bestmöglichsten Ergebnisse, Thema Silbergleit, Thema Holzgleitmittel, damit ich das dort halt eben habe. Das hier ist eine 40 cm Abrichthobelmaschine. Falls ihr irgendwie mal in einer Schreinerei seid und andere Abrichthobelmaschinen seht, würde ich euch mal empfehlen, euch hier diesen Bereich anzuschauen. Schaut mal auf diesen Bereich und greift da einmal über den Tisch. Dort, wo das Werkstück immer über die Maschine geführt wird und der Bereich hinter dem Anschlag. Da berührt das Werkstück natürlich nicht so oft die Oberfläche. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, als ich das Silbergleit anders verwendet habe. Wenn ich jetzt hier über diesen Bereich gehe, da weiß ich nämlich, dass ich hier das Silbergleit anders verwendet habe. Da merke ich eben keine Widerstände, dass ich dort irgendwelche klebrigen Reste habe von dem Silbergleit, weil ich das Silbergleit auch in Anführungszeichen richtig eingesetzt habe. Jetzt werde ich euch hinten mal eine Stelle zeigen, wo ich das vorher noch nicht getan habe. Wir schauen hier einmal hin und wenn wir hier drüber gehen, dann sehen wir, dass hier teilweise noch Staub auf dem Maschinentisch klebt. Wenn wir hier jetzt so drüber gehen, dann können wir den Dreck auch so ein bisschen rüberschieben. Und wenn wir teilweise über größere Stellen gehen, merken wir wirklich, dass wir dort halt eben so ein bisschen hängen bleiben. Das ist, weil ich das Silbergleit viel zu dick aufgetragen habe. Was habe ich vorher getan? Ich habe mir das Silbergleit genommen, habe dann einen ordentlichen Batzen genommen, habe das aufgetragen und das war es dann noch tatsächlich. Ich habe es aufgetragen, aber den Überschuss nicht abgezogen. Das war nämlich der wesentliche Fehler und als ich das zum ersten Mal gemacht habe, war ich wirklich erstaunt, was das für einen Unterschied gibt. Denn sind wir mal ehrlich, Metall ist Metall und Holz ist Holz. Wenn wir bei Holz zum Beispiel ein Öl auftragen, dann wissen wir, dass wir halt eben, dass das Holz das Öl aufsaugt. Sei es jetzt ein Bienenwachsfinish, sei es irgendwie ein Lack, das Holz saugt die Oberfläche entsprechend auf. Bei dem Metalltisch hier ist es tatsächlich ähnlich und das wird man auch merken, wenn man das Silbergleit auch wirklich richtig benutzt. Das bedeutet, wenn ihr das Silbergleit aufträgt, dann müsst ihr im Anschluss den Überschuss abreiben. Das ist ein Trockengleitmittel, weswegen das Ganze quasi trocken mit dem Graphit, was hier drin sein sollte, die Holzstücke halt eben schmiert. Und das funktioniert nur dann wirklich, wirklich gut, wenn ihr halt eben den Überschuss abreibt. Hier eine kleine Info am Rande, das wusste ich nämlich tatsächlich damals nicht, weil ich hier auch nicht gelesen habe, was drauf gestanden habe. Ihr solltet Handschuhe anziehen, steht zumindest mal drauf. Ich habe es jetzt nie gemacht, weil ich auch vielleicht so ein bisschen drauf schaue, dass ich jetzt nicht direkt da dran komme, aber vielleicht einmal die Info, wenn ihr da ein bisschen empfindlich seid, was eure Haut halt eben angeht, dann solltet ihr Handschuhe anziehen. Sage ich jetzt an der Stelle, ich weiß, dass man generell bei sowas Handschuhe anziehen soll. Ist aber meine persönliche Entscheidung, nur mal für euch als Info. Das heißt, wenn ich jetzt das Silbergleit auftrage, dann nehme ich mir hier ein bisschen was von und verreibe das wie gewohnt auf dem Maschinentisch. Überall einmal drüber gehen, schön auch ein bisschen drauf drücken. Früher habe ich hier dann immer aufgehört. Was mache ich aber jetzt? Ich nehme jetzt ein bisschen Papier und reibe den Überschuss einfach ab. Ich massiere das Silbergleit hier wirklich ziemlich gut im Maschinentisch ein und so nehme ich jetzt auch den Überschuss wieder vom Tisch weg. Jetzt können wir mal einen ganz simplen Test machen. Wir nehmen uns ein Stück Holz und schieben das hier über die Oberfläche. Und ihr seht wirklich, wie schön das Holz von der Maschine runterfällt und auch über den Maschinentisch gleitet. Ich habe den Tisch auf der Seite hier auch so behandelt. Und da stellen wir jetzt auch fest,
dass das Holz auch noch sehr, sehr gut gleitet. Und hier habe ich schon einiges an Holz über den Tisch drüber geschoben. Und weil ich das jetzt so mittlerweile auftrage, habe ich auch viel mehr von dem Silbergleit. Ich verbrauche nicht mehr so viel und es hält auch viel, viel länger. Das macht tatsächlich einen großen Unterschied aus. Ihr seht, wie gut das hier gleitet. Jetzt schaut mal, wie es hier hinten gleitet. Das ist jetzt ein bisschen schwerer festzustellen, aber hier hinten gleitet das Holz nicht so angenehm. Also hier hinten gleitet das Holz nicht so angenehm wie hier vorne. Ich habe mal bei einem anderen Schreiner im Video dieses flüssige Gleitmittel gesehen. Das ist im Prinzip ähnlich, nur dass das eben in flüssiger Form ankommt. Das bedeutet, man kann das aufspritzen, dann sieht man auch wirklich schön, wie das Ganze verdunstet. Und dann sollte eigentlich in der Theorie so ein dünner Gleitfilm zurückbleiben. Ich habe es einige Male ausprobiert, gerade bei der dicken Hobelmaschine hatte ich eine Zeit lang ein paar Probleme, dass das Holz nicht so gut durchgefördert wurde. Und da habe ich hier auch extrem viel voll drauf geballert. Aber tatsächlich habe ich da nie so gute Erfahrungen mit gesammelt. Ich gebe es ab und zu noch drauf, weil ich es mir irgendwie einbilde, dass es was bringt. Aber wenn ich den Tisch einmal richtig mit dem Silbergleit behandle, so wie ich es gerade getan habe, habe ich tatsächlich viel mehr davon. Das heißt, wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, flüssiges Silbergleit oder das Silbergleit aus der Paste, das ist übrigens keine bezahlte Werbung, das ist gar, also ich benutze es halt einfach, dann würde ich euch tatsächlich das hier nicht ganz empfehlen. Vielleicht könnt ihr mal ein paar Leute in die Kommentare schreiben, die doch positive Ergebnisse damit bekommen haben. Aber ich würde euch tatsächlich das ganz normale Silbergleit aus der Dose als Paste empfehlen, weil ich damit viel, viel bessere Ergebnisse erzielt habe. Wenn du Schreinermeister bist, wenn du Schreiner bist, wenn du auch viel damit arbeitest, schreib es mir gerne mal in die Kommentare, wie da so deine Erfahrungen sind. Also das war für mich ein absoluter Gamechanger, als ich das zum ersten Mal ausprobiert habe. Denn ich habe mir immer gedacht, ey, ich kann doch nichts in den Tisch reinmassieren, weil das ein Metalltisch ist. Aber das funktioniert so schon ein gutes Stück besser. So funktioniert das Material besser, wie als wenn man da viel zu viel drauf packt. Und der schöne Nebeneffekt ist auch, dass wir dann nicht so viel Paste an unserem Holz haben. Das macht das weitere Arbeiten ein gutes Stück einfacher. Also Leute, hier ein klitzekleiner Tipp von mir an euch. Bis zum nächsten Video sage ich. Ciao.